Okay. I'm here. Hey! I made it! Is everything all right? Yeah. You can come up. You do know you have the walkie-talkie, right? You can come up. Just go ahead. Mm-hmm. I need to find something in my backpack. What exactly? The gear should already be at the camp. You will know when the time comes. Patience. Very well. You can catch up, yes? The path leads through that canyon. Mhm. I know. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Survival Game auf Bormix Gaming. Ich bin hier in Green Hell drin und mit dem Dialog mit der Lady da unten und mir hier oben sind wir mal in das Spiel gestartet. Ich spiele das Game auf eine Empfehlung von Bray hin. Nochmal besten Dank dafür. Ich habe es mir halt angeschaut und muss sagen, war ziemlich begeistert. Und man sieht es hier auch schon, es sieht wunderschön aus. Und auch nochmal am besten Dank an meinen kleinen Bruder, der mir das zu Ostern geschenkt hat. Super geil. So, wir sollen jetzt ein Lager finden. So, und wir können wieder quatschen mit der Lady. Have you tied down the boat? Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. Yeah, the place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place, I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jabberwocka village. And what if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Mm-hmm, mm-hmm. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. So, also die beiden waren schon mal hier. Freuen sich, dass sie wieder da sind, weil es hier so wunderschön ist. Muss ich auch ehrlich sagen, die Schlucht hier sieht schon sehr geil aus. So, sind die noch nicht zum Sammeln oder was? Ein paar Steine habe ich eben mitgenommen. Ja, ich habe das Spiel natürlich ein bisschen angezockt. Zuallererst habe ich es auf Dschungelkönig eingestellt. Und da bin ich ganz kurz nach der Einführung auch schon gleich das erste Mal gestorben. Hab das jetzt auf Willkommen im Dschungel eingestellt und wir spielen hier schön mal die Geschichte durch. Also die Geräuschkulisse ist super geil gemacht. Und da ist das Lager. Und da haben wir unser erstes Food, ey. Haben wir Bananen gefunden. Da ist die Staude auch weg. So, können wir Mia sagen, okay, dass wir im Lager angekommen sind? Is everything all right? Spacious interior, luxurious cots, not all that fancy. Oh, and there's a dirt floor. As long as it doesn't leak, I am fine with it. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. So, ein paar Lianen mitgenommen und da sind wir schon bei Tag 2. Well, that's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement. But maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right.
Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. So, ich soll ein Feuer machen und wir werden dann dinieren. Dieses schöne Dosenfutter hier. Da ist eine Notiz. The Lost Tribe. Der verschollene Stamm. Das hier ist ihr Land, ihr Erbe, so wie schon seit tausenden von Jahren. Jeder, der hierher kommt, muss das respektieren. Es ist 3 Jahre her, dass wir sie zuletzt gesehen haben. Oft reagieren sie mit Furcht auf das Unbekannte. Es ist verrückt, aber wir brauchen dringend ihre Hilfe. Unser ganzer Plan hängt davon ab. Ja, ich durchsuche hier erstmal alles. Hier noch ein Poster. Ja, die einzelnen Ebenen des Waldes. Da ist noch was. Rainforest Mammals. Tiere des Regenwalds. Harmlos. Hinter all den Gefahren verbirgt sich so viel Schönheit in diesem Dschungel. Viele kleine Säugetiere dienen den Eingeborenen als Nahrungsquelle. Da sie reich an Proteinen und Fetten sind, stellen sie eine perfekte Ergänzung zu Früchten und Gemüse dar. Ey, eine Aufnahme. I know it's common amongst Amazon tribes, but it's still worth writing down in your book. The dart frog, one of the deadliest amphibians on the planet, is completely harmless for the natives thanks to some kind of vaccination. The Jabahuaca, like many others, burn their skin and then puncture themselves administering small doses of frog poison. They keep repeating the process every once in a while to stay fully immune to it. It's barbaric for us, but it's an everyday routine for them. Ah, sie spricht von dem giftigen Frosch. Und die Eingeborenen machen sich da selber einen Impfstoff, indem sie das dem Frosch entziehen und dann den spritzen. Nice. Dank des Kambo-Rituals ist die tödlichste Amphibie auf diesem Planeten für die Einheimischen absolut ungefährlich. Südamerikanische Stämme entziehen einem lebendigen Frosch sein Gift und durchstechen die verbrannte Haut von Kindern mit kleinen Giftdosen, bis sie immun gegen das Gift sind. Ja, selbst die impfen schon. Und da sind die Jabahuaca. Die Jabahuaca leben tief im Amazonas-Regenwald und gelten als einer der 80 verborgenen Stämme dort. Sie fürchten die moderne, grausame Welt und leben daher sehr isoliert. Werden sie uns willkommen heißen? Sie sind der Schlüssel und der einzige Hinweis, wieso wir hier sind. Aha. So, dann kümmern wir uns um den Auftrag und machen mal ein Feuer. Geil, Machete. Da oben erstmal Holz. Ja, sehr schön, richtig gefällt hier der Baum. So, das ist noch ein kleiner. So, und man kann jetzt den aus dem Stock, wenn man sammeln macht, dann macht man da kleine draus. Und bei dem, da werden dann Stöcker draus. So, und hier ist so ein schöner Platz für ein Lagerfeuer. So, bei den Medizin haben wir auch noch 2 News. Einmal die Mengenelemente, beste Fettquelle Nüsse, Kohlenhydrate sind Früchte, Eiweiß ist natürlich Fleisch und immer sauberes oder abgekochtes Wasser trinken, andernfalls droht Parasitenbefall. Dann geistige Gesundheit, also man kann ja Halluzinationen bekommen, ist auch schon ziemlich nice. So, und Behandlungsmethode, Verzehr eines Produkts mit einer natürlichen Anti-Stress-Wirkung verbessert den Zustand und Schlaf. Verbessert den auch. So, aber wir wollen Feuer machen. Kann unerwünschte Aufmerksamkeit anziehen. Aha. So, hier schönes Feuer hin. Jetzt müssen wir es auffüllen. Honey, I can't seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Yeah, everything the porters left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet, but it feels that way.
Tja. Wurde nicht alles eingepackt. Aber ich glaube, wir brauchen noch einen Baum. So, dann mache ich mir hier doch nochmal einmal kleine. So, damit ich nicht so viel sammeln muss, mache ich mir hier noch ein paar große. So, dann müsste das Feuer fertig sein. Well, looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Don't tell me. Yeah, we have no fire. Not a single lighter, nor a box of matches. We ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. Well, not the best start of the expedition. So, mal neuen Tagebucheintrag. Den Handbohrer können wir jetzt bauen. Stockfeuerbrett und kleiner Stock. Denn eben, gerade haben sie drüber gesprochen, das ist auch nicht mitgeliefert worden. Ist super, ich habe schon wieder keinen Stock mehr. Ich glaube, wir sollen noch normaler liegen, da ist er. Aber gleich nochmal 3 auf die Tasche. So. Den und ein Stein. Quatsch. Und einen kleinen. Sowas, ja. I need to find something dry. Ja, Vogelnest, Fasern oder Blätter brauchen wir noch, was trocken ist. Da drüben ist doch schon ein Vogelnest. Zack. So, dann den Handbohrer benutzen. Vogelnest reinziehen und auf geht's. Bitch! Ja, wie sagt er doch bei Castaway? Oh, Mia! Ich hab Feuer gemacht. The fire is burning. Coming. Give me a minute. How do you do it? Hm? What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. A mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something. Make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. Ja, sagen wir ihnen mal. Wir sagen immer, dass wir sie lieben. I love you. If I had known where my ambition would lead us, if I knew it would put you in danger, I wouldn't have written that damn book. Yeah. And if everyone had that attitude, there would be no scientific progress whatsoever. Don't blame yourself. There might still be time to reverse the whole thing. And I love you too, Cariño. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Da sind wir bei Tag 3. Also, weil ich wohl ein Buch gelesen habe, sind wir hier überhaupt gelandet. Und sie findet es hier ungefährlicher wie in der Stadt wohl. Und ja, der hat über Skorpione und Spinnen und so gesprochen. Und er macht sich Sorgen. Weil sie da alleine hin will. Und jetzt scheint sie weg zu sein. Ich soll das Zelt durchsuchen. Dann gucken wir mal ein bisschen rum.
Da ist eine neue Notiz. Ah, sie ist im Dorf und ich soll sie anfunken, wenn ich aufgewacht bin. Und sie hat ein Geschenk für mich. Dann funkt man Mia noch mal an. Hello, Mia? Hey, Sleepyhead. Finally up? You left already? Why didn't you wake me up? You know I hate farewells. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me, that's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Na? Ich hab ne Uhr bekommen und ich hab Geburtstag. Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days, but stress can wear you out. Tell me about it. Und Schiedwetter ist. So, ich soll auf meine Uhr gucken. Ich habe eine Smartwatch bekommen. Die zeigt mir an, was ich so an Energie verbrauche. Ja, das ist hier ein bisschen aufgeteilt in Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette und dann noch trinken. So, und ich soll noch was zu futtern suchen. Hier den Riegel mit. Habe ich doch noch welche gesehen. Da sind auch noch welche. So, die haben wir mal alle. Hier ist eine neue Notiz. Skull Painted Warriors. Schädelkrieger. Gestern sind am Ufer seltsame bemalte Krieger aufgetaucht, als wir vorbeifuhren. Wer sind sie? Unsere Freunde, die Jabahuka, scheinen nicht über sie reden zu wollen. Da lag auch noch was. Wine of the Soul. Liane der Seelen. Der Effekt psychedelischer Substanzen hält normalerweise mehrere Stunden an. Währenddessen erleben die Zeremonieteilnehmer eine spirituelle Offenbarung. Ayushka darf nur im Beisein eines Schamanen getrunken werden, der außerdem als Führer dient. Und jetzt liegt das Aufnahmegerät hier. Recording number one. Das bin ich. So, I'm on the expedition with my wife Mia. Hey Mia, hey Mia, say hello. Oh, hello. The tent is up, so we can start working right away. I'll focus on indexing new plant species, and Mia, can you explain what you're gonna do? Well, I'm going to meet the Jabahuaca tomorrow. I'm worried, you know. Of course you are. But I'm ready, don't you think? I believe so. But it's still dangerous. I know, honey. Don't worry. Okay, that's all for now. It was... Mia? And Jake Higgins, day one. Aha. So, jetzt muss ich das futtern. So, also die Bananen laufen noch ab. In zwei Tagen. Die Riegel natürlich nicht. So, dann hauen wir uns mal einen rein. Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See. And, as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Brave girl. Thanks for the encouragement. Looks like I'm on my own from now on. We can't get in touch so often as long as I remain in the village. Been thinking the same, but didn't want to say it. I really don't want to lose touch. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here.
So, sie ist da in dem Dorf angekommen und ja, sie wollen nicht mit ihr reden und beachten sie gar nicht, als wenn sie gar nicht da wäre. Und sie schlägt jetzt ihr Lager da am Rand dieses Dorfes auf, isst, was sie so findet. Und ich soll mir Pflanzen reinziehen hier. So, und ich soll erstmal aufs Korkbrett gucken. Da ist eine neue Notiz. Bisschen gekritzelt. Tabakpflanzen heilen Bisse von giftigen Tieren ganz vorzüglich. Aber was heilen sie noch? Ich habe diese Pflanze auf der Nordseite des Lagers entdeckt. Nachdem ich einen Felsen hochgeklettert bin, habe ich ein ganzes Beet davon entdeckt. Ein guter Ausgangspunkt. So, jetzt soll ich mir meine Uhr angucken, denn die hat noch Special-Funktionen. Sie hat auch noch einen Kompass drin. Ist das nicht wunderschön? Da ist Norden. Dann müssen wir da lang. Weil es sieht echt so cool aus. Da. Tja, oh, fuck me. Nicht einen Felsen hoch. Mia, I knew I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Yes, Mia, are you okay? I'm not sure. Hold on. I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself. So, ich soll mich mal selbst untersuchen. Haben sie eigentlich auch ganz geil gemacht. Jetzt hat man hier so die einzelnen Körperteile, kann die drehen und dann muss die Wunde entdecken. Oh, that's definitely und meine ist hier. Sieht nicht gut aus. It's alright. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nur Kratzer. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. You remember how to do it? Na, sie hat mich nochmal daran erinnert, dass im Dschungel auch ein kleinster Kratzer gefährlich ist und ich weiß nicht, wie es geht. Komm, erzähl mir, wie es geht. I can't say that I remember. Look for Molineria. It has long leaves without any markings and is surrounded by yellow flowers. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Da ist sie doch. Roger that. Over and out. Lange Blätter und gelbe Blumen drumrum. Hier ist sie. Aber das steht auch im Tagebuch. Unter Pflanzen Molinera. Für den einfachen Verband. So, jetzt ist hier bei Medizin Kratzer Schramme. Senkt Kondition, führt eine Behandlung, führt ohne Behandlung zur Infektion. Ja, ein Verband schützt vor der Infektion, wenn man den anlegt, und mit Desinfektionsmittel wird der Heilungsprozess beschleunigt. So, dann hacken wir sie mal. Das wäre erledigt. Oh, jetzt müssen wir uns den Verband herstellen. So, wo sind unsere Blätter? Da. Und können wir den Blattverband machen? So, und jetzt müssen wir uns auch noch verbinden. Nö, der Arm war das. So, Rucksack auf, Verband und dann hier rüberziehen und dann wird verbunden. Echt geil gemacht, muss schon sagen. Das gefällt mir total. Here I am, all wrapped up nicely. Does it hurt? Sie fragt, ob es weh tut, aber nein, wir sind völlig hart. Not much. Good. Hopefully it will heal fast. So, how are you doing? There's noch eine. I'll be initiated in a few days. I am optimistic.
I expect to be treated as one of their own after that. And I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Oh, it's Tough Smile Rising. Please come in. Jake! I need you here. Jake, please. Please answer me. Mia? What happened? Mia, speak to me. Mia! What the hell's going on over there? Also Mia ist in Schwierigkeiten, so wie das aussieht. Aber hier ist noch eine neue Notiz, die lese ich mir nochmal schnell durch. Jaguar. Die größten Katzen der amerikanischen Kontinente. Sie haben stärkere Kiefer als Löwen und können mühelos den Schädel ihrer Beute knacken. Sie jagen sowohl im Wald als auch im Wasser. Man ist nirgends sicher. Ein Stammeskrieger ist heute Nacht auf einen Jaguar gestoßen. Er kann von Glück reden, dass er noch lebt. Sonst nichts Neues. Was ist mit mir los? Oh, ich werde verfolgt. Willkommen in der grünen Hölle. Mia! Mia? God damn it, this radio. So, und jetzt ist hier die Einführung vorbei und hier geht das Spiel im Prinzip erst so richtig los. Hello? Can anyone hear me? I had an accident. I don't know what happened. Please. Help! Over! Fuck! Tja, in ihrem letzten Gespräch, da hatten sie auch nochmal darüber gesprochen, dass die Jamahuka sich wohl irgendwie gestritten haben, dass es da jetzt zwei unterschiedliche Lager gibt. Und danach ist ja das Game dann an den 32. Tag gesprungen. Und ja, wir haben jetzt auch nichts mehr. Gar nichts. Sollen wir das neue Ziel im Tagebuch verfolgen? Was ist los? Wo ist Mia?
Sie hat mich aus einem Indio-Dorf angefunkt. Wovor hatte sie Angst? Wovor bin ich weggelaufen? Fakten. Es ist der 33. Expeditionstag. Mein Tagebuch ist klatschnass. Ich habe keine Vorräte. Mia antwortet nicht. So, wir sollen jetzt nach Hilfe suchen. So, Handbohrerverband Seil und Fackel können wir jetzt auch machen. Und ja, hier ist noch die Tabakpflanze mit drin. Wäre natürlich schön, wenn wir die beiden Pflanzen wieder finden könnten, um Verbände zu machen. So, und dann sind Gebäude aufgegangen. Das zum Beispiel erlaubt zu speichern. Ein Blätterbett. Das erlaubt auch zu speichern. Da werde ich auch eher das bauen, weil es braucht auch viel weniger Ressourcen, ne? Ja, zumindest weniger Palmblätter. Ja, dann noch aus Bambus und dann die Halter für die Materialien. Ja, und dann hier noch richtige Gebäudeteile, wenn man sich eine Hütte selber bauen will. Sehr schön. Aber das machen wir alles später. So, wir sollen Hilfe suchen. Steht hier schon was zu sammeln? Ein Stein. So, dann zerlegen wir erstmal einen großen, damit wir gleich ein paar mehr haben. Komm, ich nehme den nächsten auch gleich noch mit. Ah, wie nice das hier schon wieder aussieht. Und die Fische hier im Wasser, super geil. Ich würde sagen, bauen wir uns doch gleich mal so eine Steinklinge. Hier haben wir unser erstes Werkzeug. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Unbekannte Pilze. Nehme ich mir auch erstmal mit. Komm, noch ein Stein. Sammeln wir auch. Hey, wie geil. Das ist echt nice, ey. Raschelt irgendwas. Dass da gleich eine Klapperschlange oder so ist. Oder irgendeine mexikanische Wanderspinne. Oh, Mäuschen. Ist das nicht die Tabak? Nee. Läuft doch noch irgendwas anderes. Da! Ein Gürteltier. Das nehmen wir doch gleich mal auseinander. So, da haben wir schon mal unser erstes Fleisch. Doch schon wieder irgendwas. Oh Gott. Das sind doch diese giftigen Frösche, oder nicht? Oh Gott, das ist doch einer. Das sind überall welche. Ey, eine unbekannte Nuss. Und noch eine. Ah! Großer Setzkasten. Ey, geil, diese Sounds hier sind.
So. Und schon Fleisch, Nüsse? Jetzt geht's auch nochmal wieder. Ja, ganz ehrlich, wo ich mich hier verlaufen? Ich glaube, ich war erstmal einfach. Da ist ein kleiner Stock. So, irgendwie noch mal ein paar andere Früchte wäre gar nicht so schlecht. Da. So, wann läuft denn das alles ab? Ja, die Nüsse sind fast 3 Tage. Ja, die nur 16 Stunden. Aha. Na, die sind so schnell. Da brauchen wir wohl einen Bogen oder einen Speer oder so. Die Heilpflanze, geil. Das ist natürlich cool. Das werde ich schon mal haben. Ich mache mir auch sofort einen Verband. Ist dann noch, jawohl, da ist noch so eine Lust. Oh, hier sind wieder Frösche. Dann machen wir da mal einen kleinen Stock, den nehme ich mit. Kein Bock, von so einem Frosch gepiekt zu werden. Oh, wir sind in dem Dorf angekommen. Allerdings, in diesem Video war das, glaube ich, irgendwie hier noch heile. Ja, trockengestellt. Da schon ziemlich düster. Bananenblätter? Oh, ein Knochenmesser. Ja, würde ich sagen, hier schlagen wir doch erstmal dann unsere kleine erste Basis auf. So, wie sieht's aus mit der Versorgung? Boah, eigentlich noch ganz gut. Ooh, eine it's Karte. A map. Or at least what's left of it. Lambda 2. Doesn't ring a bell. Aha. Ja, man sieht nicht, wo man ist. Das finde ich auch geil. Das sieht man ja in Wirklichkeit, ist ja auch nicht ständig eine Markierung auf so einer Karte. Sondern man muss sich hier an dem Koordinatensystem orientieren. Super geil. Da ist noch Kohle. Und noch verbrannte Seiten. Ui. Alter, das ist aber viel Text.
Ich weiß gar nicht, das Spiel läuft doch weiter. Die Zeit hat man eigentlich gar nicht. Ich überfliege das nur mal so kurz. Na, hier geht's um das Gebräu. Ja, und aus welchen Pflanzen das hergestellt wird. Wenn ihr das lesen wollt, dann könnt ihr hier dann auf Pause machen. Ich scroll das jetzt hier mal nur so kurz runter. Erbrechen und Durchfall sind wichtige Bestandteile der Zeremonie. Das ist ja geil. Aha. Erleichtert soziale Interaktion mit anderen. So, das ist auch im Tagebuch eingetragen. Ey, jetzt ist aber hier ja richtig viel Fall. Also hier können wir einen Steinring machen. Ja, und das Trockengestell. Ja, dann brauchen wir Bambus. Ey, die Beete. Dreck. Ah, erhöht die Chance, Wundinfektionen zu erleiden. Reinige deinen Körper mit Wasser. Das machen wir doch gleich im Rang. So, haben wir uns gewaschen? Gott, ist das düster. Und es ist noch nicht mal richtig Nacht. So, aber da war ja noch mehr. Ja, unbekannte Pilze, unbekannte Früchte. Knochenmesser. Ja, und hier geht's auch weiter. Ist das das Dorf? Wo sind alle? Kein Anzeichen von Eingeborenen oder mir? Verbrannter Rucksack, Buch, Notizen und Karte. Wem gehört das alles? Ah, dann die Koordinaten dazu. Cool, um sich zu orientieren. Und jetzt geht's hier anscheinend um das Gebräu. Aus den Notizen. Ayushka hilft Patienten mit Gedächtnisverlust. Nur im Beisein eines Schamanen. Scheiße, ist das sicher? Habe ich das schon einmal gemacht? Gibt es einen anderen Weg? Schritt 1. Entzünde ein Feuer unter einem zeremoniellen Kessel. Ja, mit Koordinatenangabe. Schritt 2. Sammel die Zutaten und wirf sie hinein. Banisteriopsis carpi. Lianenstreifen, die an den dichtesten Dschungelbäumen wachsen. Schritt 3. Sammel die Zutaten und wirf sie hinein. Psychotria viridis. Blätter und rote Früchte des Busches. Schritt 4. Bring alles zum Kochen und trinke aus einer zeremoniellen Schüssel. Aha. Achso, warte mal, da war noch ein Ziel, ne? Ah, das Gebräu bräuen und den Ort untersuchen, das sind die nächsten Ziele. Aber unser Ziel ist jetzt hier erstmal, dass wir uns hier eine Hütte bauen, damit wir mal speichern können. Und dafür brauche ich eine Axt. So, bauen wir uns mal eine Steinaxt. Tja, und ein Feuer. Das machen wir hier doch in der Mitte hin. So. Den Steinring. So. Oh. Achso, geht erst, wenn er fertig ist. Ja, okay. So, wir brauchen noch einen kleinen und vier große. So, die Hütte. Wo platzieren wir die Hütte? Die hier braucht am wenigsten Ressourcen. Die machen wir auch mal hier hin. Zack. So, jetzt müssen wir das alles auffüllen. Oder dann hacken wir mal erstmal. Obwohl, warte mal. Der, die viel schneller gehen.
Nee, warte mal. Ich sammle erstmal die Kleine auf. Gott. Warum ist es schon so dunkel? Na egal. Bringen wir erstmal den Großen weg. Dürfen wir den überhaupt schon reinmachen? Wahrscheinlich noch nicht, ne? Erst müssen die Kleinen rein. Muss doch noch mehr rumliegen. Das war alles, oder was? Dann müssen wir noch einhacken. Da sind wir kaputt. Wir müssen auch gleich unbedingt schlafen. Hier an dem unteren Balken. Die geistige Gesundheit leidet schon ganz schön. So, los, Stöcke ab. Alles klar, wir sind Pool. So, drei große. Und den noch. So, ein Seil. So, irgendwo eine Liane. Da. Ja, gab es leider nur zwei. So, und jetzt noch die Palmenblätter. 13 Stück an der Zahl. Machen wir denn immer eine Palme? Da ist eine. Und schon wieder im Arsch. So, wie viel können wir davon mitnehmen? Mehr geht anscheinend nicht. Los, alles mitnehmen hier. Wo haben sie das? Da ist noch eins. So, zwei Stück brauchen wir noch. Das ist doch nur eine Palme. Ah, ist das nicht so eine Palme, die die Nüsse wirft? Dann würde ich ja gerne andere nehmen. Das da ist doch ein. Nee. Aber die hier. Ja, komm, wir nehmen noch mal so viel mit, wie geht. So, mehr geht nicht. Dann haben wir ein paar auf der Cash, falls wir noch welche brauchen. So, und da ist unsere Hütte fertig. Jetzt können wir auch speichern. So, und ich denke mal, das ist ein ganz guter Punkt, um hier die Folge zu beenden. Wir sind hier in dem Dorf angekommen, haben jetzt hier unsere kleine Basis aufgeschlagen und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge und ich hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Also bis denne und ciao.